Für die Internetnutzung reicht der gewöhnliche PC. Dazu ein Modem zum Anschluss ans Telefonnetz und die zugehörigen Programme. Die gewünschten Informationen bringt das Eintippen der Zieladresse. Die NASA verbreitet über Internet Wissenswertes zur Geschichte der Raumfahrt. Eine Reise durch den Menschen anhand von 2000 Schnittbildern. Die Rolling Stones im Internet. Hintergrundinformationen und Fotos. Der Spiegel, die elektronische Version des Nachrichtenmagazins. Auch im Internet unvermeidlich, Textilarmes aus dem Playboy-Magazin. Greenpeace informiert zum Thema Umwelt. Informationen über uns und über den Planeten, auf dem wir leben. Und schließlich auch erste Schweizer Angebote. Der Tagesanzeiger publiziert im Internet eine NEAT-Studie. Die Zürcher Fachbuchhandlung Freihofer verkauft sogar Bücher via Internet.